Leck mich fett. Die Deutschen kommen zurück. Eins gleich vorweg. Dies ist ein gutes Deutschland. Das Beste, das wir jemals hatten. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Wenn wir Fähigkeiten haben, die nur wir am besten auch können, dann würden wir nicht beiseite stehen. Was gibt es denn für Bewegungsarten? Gehen. Wie findet das statt? Was brauchen wir machen? Einfach mal von links nach rechts gehen. Ja? Gehen. Einfach nur gehen. Und aufpassen, dass Sie nicht fallen. Patrouillenbooten können Sie nicht auf Plätzen die eigene Bevölkerung unterdrücken. Die können Sie nicht einsetzen wie Panzer. Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde. Dass eine solche Liste erarbeitet werden könnte, ja, das ist die Fleet in Being, die wir haben, oder in umgangssprachlich formuliert die 7. Kavallerie im Fort Yuma, die man auch ausreiten lassen kann. Aber die muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Raus mit Griechenland, raus mit Portugal, zurück zur D-Mark. Halt ihr den totalen Hahn! Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Leck mich fett. Die Deutschen kommen zurück.